Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich natürlich außerordentlich, dass ich auch in diesem Jahr wieder hier auf der Bühne darf stehen, beim Tag der Wirtschaft. Und zwar heisst es Digitalisierung in der Praxis. Swiss Next Challenge. Ihr wisst, das geht um Unternehmungen, die sich aktiv um eine Betriebsübergabe kümmern, aber auch Personen, die selbst das Unternehmen übernehmen oder verkaufen wollen. Und bevor wir sagen, wer die 20'000 Franken für den ersten Rang gewinnt, zeigen wir zuerst einmal die Finalisten. Mein Name ist Michael Kummer, ich bin Unternehmer, Geschäftsführer und Inhaber der Firma Küffer Elektrotechnik AG in Kirchberg. In Basel nehmen wir uns die Bedürfnisse der Kunden an und bei ihnen vor Ort unterstützen, warten, Service machen. Wir sind GGS AG aus Gelterkinden. Wir sind eine junge, innovative Firma mit rund 45 Mitarbeitern. Wir arbeiten in den Bereichen Holzbau, Spenglerei, Dachdeckerei und Solaranlagen. Ich bin Stefan Sahner von Sahner Consulting. Wir sind ein Beratungsunternehmen, das für den Verkauf von KMU spezialisiert ist. Wo es darum geht, dass junge, innovative Leute Nachfolge antreten, statt dass sie ein Start-up gründen. Gewinner von der Swiss Next Challenge 2017 ist die GGS Holzbau AG. Herzliche Gratulation. Wir haben nämlich noch einen zweiten Wettbewerb. Und zwar geht es um die Swiss Innovation Challenge. Und hier zeigen wir zuerst die Finalisten. Wir sind Vatorex. Mein Name ist Willi Brunner. Ich bin der Erfinder. Und ich bin der Pascal Brunner, der Geschäftsführer. Die Varroamilbe ist für Bienenzucht das grösste Problem. Wir verwenden eine nachhaltige biologische Methode, die Wärme. Da sterben die Milben ab, während die Bienen unbeschadet überleben. Mein Name ist Raphael Waber, ich bin Geschäftsführer der Swiss Shrimp AG. Speziell an unserer Innovation ist, dass dank der lokalen Aufzucht Konsumentinnen und Konsumenten heute bestellen können und morgen frische Shrimps per Post heimgeliefert bekommen. Ich bin der Reto Neff, Gründer von Topadur Pharma AG. Wir machen neue Medikamente für Wundheilung. Das Problem von einer chronischen Wunde ist eine schlechte Durchblutung. Unser lokal verabreichtes Medikament fördert die Durchblutung und ermöglicht so die Wundheilung. Gewinner des Swiss Innovation Challenge 2017 ist Topadur Pharma AG. Ganz herzlichen Glückwunsch!